Ihr dachtet, die Challenge aus Level 3b wäre seltsam? Weit gefehlt, denn jetzt kommt das Geisterhaus aus Welt 3 und da ist die Challenge noch viel, viel seltsamer. Naja, ich würde sagen, dass ich erstmal das Level jetzt hier normal spiele, denn das wissen wir ja auch, denn nur an einer bestimmten Stelle müssen wir etwas richtig machen oder halt etwas beachten für die Challenge. Deswegen den Anfang spiele ich jetzt mal ganz normal und ich werde jetzt noch gar nicht mal erklären, was man jetzt eigentlich machen muss, habe ich ja schon im Let's Play erklärt, aber ich mache das ja an den Challenges trotzdem nochmal, dass ich es nochmal wiederhole, was man da machen muss für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben oder sowas. Aber ich warte es noch kurz, bis wir dann gleich in dem entsprechenden Raum sind und dann werde ich es erst erklären, weil das einfach nur mit Worten zu erklären ist sehr schwierig und das kann man viel besser erklären, wenn man es einfach zeigt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Gut, hier noch schnell nach unten und dann sind wir auch, glaube ich, schon gleich in dem Raum. Die roten Münzen sind mir ziemlich egal, ich will mich nur beeilen. Und schnell hier rein. Das dürfte jetzt, glaube ich, schon sein, der Raum, oder? Genau, ist er auch schon. So, erstmal brauche ich jetzt beide Berufs, die hier sind. Es gibt hier nämlich insgesamt zwei und beide Berufs sind schon wichtig für die Challenge. Erstmal der hier und dann auch noch der andere. Komm mal du mit, genau. Und der andere kommt bitte auch mit, der ist da rechts irgendwo. Noch, glaube ich zumindest, aber zu dem dürfen wir jetzt dann eh gleich hinfahren. So ungefähr, genau, da ist er. Okay. So, beide Behus müssen wir jetzt hier in diesen Raum erstmal reinholen. Da will ich jetzt schon überlegen, wie ich das übrigens jetzt mache, natürlich. Ich will die vielleicht erstmal einfach beide hier so an die linke Ecke packen, oder? Ist das klug? Ich mach's jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, ich muss die hier beide eben in den Raum packen. Und jetzt dann gleich muss ich es schaffen, mit beiden Behus hier in diesem Raum sie 10-mal insgesamt zu umkreisen. Ja. Und das ist jetzt etwas crazy. Ich will am besten, dass die beide... dass die beide natürlich jetzt hier in der Mitte in etwa sind. Wie mache ich denn das am besten? Immer schön jetzt hochspringen, dass die auch selber weit nach oben gehen. Ja, ein bisschen höher bitte. Ja, noch höher. Ja. Ja. So einigermaßen. Nochmal höher. Okay. Da könnte ich jetzt schon anfangen... Ja. Da könnte ich jetzt schon anfangen, die zu umkreisen. Denn ich würde das einigermaßen schaffen. Aber der linke Behu ist mir ein bisschen zu weit links. Ich mache mal einmal kurz so. Komm ein bisschen näher her noch. Okay, es dürfte einigermaßen passen. Ich fange jetzt mal an. Ich starte also rechts unten. Ich muss sie jetzt 10-mal umkreisen und muss dann wieder rechts unten sein und dann darf ich durch die Tür gehen und dann erst weitermachen. Okay. Gut, wünsche mir Glück, Leute. Das, ob das was wird, ich weiß nicht genau. So, jetzt muss ich erstmal hier rüberkommen. Was auch schon nicht einfach ist. Am besten mit Wandsprung dann. Gleich, wenn ich halt einen Wandsprung mache, muss ich kurz nach links schauen. Und dann dürfen die beide halt in meine Richtung gehen. Naja. Höher. Okay, passt bisher noch. So, eine Umdrehung. Das noch 9 weitere Male machen. Und schon haben wir die Challenge erfüllt, ne? Super einfach. Oh Gott, super einfach. Oder? Nicht wirklich. Yeah! Okay. Jetzt kommt mal ein bisschen näher her sogar, weil die sind ein bisschen zu weit links. Ah, das ist gut. Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen weiter nach oben gebracht. Noch ein bisschen näher sogar. Ein bisschen noch. Ja, okay, passt das mal. Gut. So, dann Umdrehung Nummer 3 fängt jetzt an. Und zack. Okay. Und die vierte mache ich gleich hinterher. Yeah. Nein, nein, jetzt bin ich hängen geblieben. Leider, jetzt, ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Weil ich komme da jetzt nicht nach oben und ich werde jetzt den einen gleich berühren. Oder? Nee, werde ich nicht. Okay, ich habe es sogar geschafft. Nice, gut. So, die vierte war das jetzt schon. Alles klar, wieder kurz die beiden neu ausrichten. So ungefähr. Ja, ein bisschen näher noch. Ja, passt einigermaßen erstmal. So, und zack. Okay, sehr schön. Dann die sechste machen wir auch gleich hinterher. Ja. Ja. Okay, noch 4 Umdrehungen, dann haben wir es auch schon. Also immer schön, ihr merkt schon, immer schön wieder die Behus neu ausrichten, wie ich das ja hier immer nenne. Um eben dafür zu sorgen, dass sie nicht so sehr im Weg sind. Ja, wenn die aber zu weit oben sind, ist auch schlecht. Weil jetzt nämlich schwieriger damit Wandsprung rüberkommen über sie. Aber ja, ist jetzt nämlich sehr knapp. Da den Wandsprung jetzt über sie drüber zu machen, ist echt jetzt nicht easy, finde ich. Okay. Ein bisschen näher wieder vielleicht hier. Ja, machen wir jetzt hier bitte so genau, dass die ein bisschen weiter nach unten auch gehen vielleicht. Okay. Das ist perfekt. So. Das ist Umdrehung Nummer 9. Und nur noch die 10. fehlt. Yay, und geschafft. 10-mal eine Umdrehung gemacht gegen die, oder halt bei den Buhus hier. 2 habe ich in den Raum gelassen und ich darf damit weitergehen und den Raum verlassen. Yay, sehr schön. Eine total komische Challenge, ich weiß, aber na, so bin ich halt leider. Ich lasse mir teilweise ziemlich verrückte und blöde Sachen einfallen. Okay. Ich weiß gar nicht genau, wie es überhaupt noch der restliche Levelverlauf ist, muss ich zugeben. Wo lande ich denn? Jetzt lande ich wieder hier. Okay, wo ist denn der richtige Weg eigentlich? Das ist einfach der mittlere, das weiß ich gar nicht genau, muss ich zugeben. Wo jetzt überhaupt hier der richtige Weg ist von denen? Ich habe mich nur auf die Challenge konzentriert. Ich will mal den Weg hier... Ja, natürlich. Ich will den linken Weg nehmen, weil den rechten habe ich ja gerade eben schon genommen. Und der mittlere führt offenbar nur zu einer Starcoin, die ich nicht unbedingt brauche jetzt natürlich. Deswegen, ich will den einen Weg. Oh, ich komme doch hier auch schon hin, oder? Ja, ja. Jetzt wäre ich sogar fast in dem Ruder irgendwie noch gelandet. Das wäre schlecht gewesen. Und ich glaube, das dürfte der richtige Weg sein. Ich darf jetzt aber übrigens nicht den Secret Exit nehmen, weil das ist ja verboten, den Secret Exit zu nehmen. Wenn ich den nehmen würde aussehen, dann hätte ich die Challenge verloren, weil das ist eine allgemeingültige Regel, die man einhalten muss, dass man Secret Exits nicht benutzen darf.
Hä? Wo geht's denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo überhaupt der richtige Weg ist, verdammt nochmal. Okay, ganz links ist auch nicht richtig. Dann soll ich vielleicht einfach die hier nehmen, weil gerade, ja genau, gerade mache ich ja in der ganz rechten. Und dann muss es die hier eigentlich sein. Okay. Ich bin mir ja auch gar nicht mehr sicher, wo überhaupt hier der Secret Exit ist. Ja, nee, doch, ich weiß es wieder. Der Secret Exit kommt nämlich hier in diesem Raum. Also jetzt einfach hier irgendwie überleben und nicht mehr sterben. Das wäre ganz nett, Mario. Und auch ansonsten keinen Blödsinn mehr machen. Keine Power-Ups so auszusehen, einsammeln oder sowas. Und nicht auszusehen, den Secret Exit nehmen. Aber normalerweise kriegt man ja Secret Exits nicht aus Versehen. Deswegen, das dürfte schon alles passen. So. Das ist der normale Exit. Ja, sieht, glaube ich, gut aus. Und damit haben wir also dann auch diese Challenge erfüllt. Yay, sehr schön. Okay. Mario Time. So, total komisch wieder mal diese Challenge, ich weiß. Aber auch die nächste Challenge, die heute noch kommen wird, wird ja auch nicht viel normaler. Die wird auch wieder sehr seltsam. Wenn wir nämlich hier in diesem Level in 3-5 schaffen müssen, mit einer Goldblume, mit einem einzigen Schuss, mindestens 35 Blöcke auf einmal in Münzen zu verwandeln. Das hört sich auch wieder total verrückt an und das ist auch übrigens überhaupt nicht einfach, denn da muss man wirklich einen absolut perfekten Schuss hinkriegen. Und ob mir das gelingen wird, das werden wir dann noch sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.